Nest ist gerade auch in Deutschland gestartet und als erstes schauen wir uns mal die Nest Cam Indoor an. Viel Spaß. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Nest gehört mittlerweile zu Googles Mutterkonzern Alphabet. Es wurde gegründet von dem ehemaligen Teamleiter des iPod-Projektes bei Apple. Und Nest hat dann irgendwann Dropcam gekauft, einen der führenden Hersteller für cloudbasierte Webcams und Security-Kameras. Das Ganze wurde vor einer Zeit in die Firma integriert und jetzt starten sie eben auch in Deutschland. Die Nestcam ist dabei sozusagen die Neuauflage der Dropcam. Das ist aber im Prinzip völlig egal, bis auf die Tatsache, dass es eben im Nest-Universum stattfindet und dann nahtlos mit den anderen Nest-Produkten in deren App-Universum funktioniert und interagieren kann. Zum Beispiel den Raumthermostaten, den Rauchmeldern und was auch immer sie in Zukunft noch so rausbringen werden. Die Kamera ist relativ handlich. Die kommt mit diesem kleinen Fuß. Das ist alles aus Metall und fühlt sich auch sehr stabil an. Die Kamera kann in dem Halter um 360 Grad gedreht werden. Und selbst wenn man die irgendwie mit dem Fuß an die Extreme bewegt, irgendwie durch das Metall steht er noch wie eine Eins. Die Kamera ist eigentlich nur dieser kleine Teil und das ist wirklich nur ein Ständer für das Ganze. Der hat aber einen relativ starken Magneten im Fuß und damit kann er dann eben auch irgendwie an Metalloberflächen platziert werden und die Kamera dann mittels des Ständers ausgerichtet werden. Es ist auch eine kleine Metallplatte dabei für die Wandmontage und da sitzt man den dann dran und der sitzt schon sehr stramm da drauf. Also da würde ich mir keine Sorgen machen, dass der aus Versehen mal von der Wand gezogen wird oder abfällt. Die Kamera verbindet sich per WLAN mit dem Nest Cloud Security Krempel und wird hier unten über Micro-USB mit Strom versorgt. Und dadurch, dass es Micro-USB ist, lässt sich eben das Kabel auch relativ leicht gegen ein längeres austauschen oder gegen eine Farbe, die bei einem zu Hause ein bisschen unauffälliger zu verlegen ist. Dabei ist ein ungefähr 3 Meter langes weißes USB-Kabel. Ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss für die meisten Wohnungen. Kommen wir zu Bild und Ton. Die Kamera nimmt in 1080p auf und das Bild ist für eine Überwachungskamera schon ziemlich gut. Der Ton erfüllt seinen Zweck. Ich meine, ich stehe jetzt irgendwie einen Meter davor. Hin und wieder stottert das Bild leicht und das liegt sicher auch daran, dass das Ganze immer mindestens einmal durch die Cloud gegangen ist. Ich würde jetzt auch wahrscheinlich die YouTube-Videos nicht dauerhaft damit aufnehmen. Aber für eine Überwachungskamera, denke ich, ist das Bild schon ziemlich okay. Und wenn die Kamera dann zufällig die ersten Schritte des Nachwuchses aufnimmt, dann kann man die sicherlich auch noch für irgendwelche anderen Videos oder zum Teilen mit den Großeltern verwenden. Die Nachtsichtfunktion schafft es, einen absolut dunklen Raum trotzdem relativ gut auszuleuchten. Es geht dann natürlich bei abnehmendem Licht deutlich die Bildqualität und auch Auflösung verloren. Vorrangige Funktion ist natürlich, dass man irgendwie alles erkennt und das schafft die Kamera schon ganz gut. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Kamera relativ warm wird im Betrieb. Ich hatte jetzt keine Probleme mit Ausfällen oder Überhitzung oder so, aber es war schon auffällig. Außerdem hat die Kamera noch eine Gegensprechfunktion und offenbar hat das zumindest laut Aussage des Herstellers und der eigenen Website schon den ein oder anderen Einbrecher in die Flucht geschlagen, wenn man ihn doch höflich auffordern kann, die fremde Wohnung zu verlassen. Mindestens würde es aber reichen, irgendwie den Hund mal vom Sofa aufzuscheuchen. Ein Überwachungssystem teilt sich grundsätzlich in zwei wichtige Komponenten. Das ist einmal die Kamera selber und das ist zum anderen irgendwie die Auswertung und Verarbeitung der aufgenommenen Daten. Es hilft ja relativ wenig, wenn die Kamera auf eine SD-Karte aufnimmt und dann, wenn eingebrochen wird, sie mitgestohlen wird oder wenn ein Feuer ausbricht, das alles mit in Flammen aufgeht. Und von daher ist die Cloud-Lösung die einfachste, um ohne weitere Hardware und ohne großen Aufwand die Aufzeichnung an einem anderen Ort zu haben. Die andere Möglichkeit wäre, irgendwo einen Kontrollraum zu schaffen, wo die ganzen Daten zusammenfließen. Aber dann muss immer noch irgendeine Form von Auswertung passieren und niemand wird einfach den kompletten Datenbestand durchschauen. Auch das kann hier dann eben der Cloud-Dienst leisten. Allerdings bedeutet das auch, dass wenn man die Kamera vernünftig nutzen will, zu dem Anschaffungspreis nochmal 10 Euro im Monat für das Nest-Aware-Abo kommen. Als einfache Überwachungskamera funktioniert sie zwar auch ohne das, aber wenn man so Zonen im Bild festlegen will, wann sie auf was reagieren soll, verlängerte Aufzeichnungszeit, wenn Bonusfunktionen wie Zeitraffer benutzt werden sollen, dann muss man eben in die Tasche greifen und extra dafür zahlen. In der App gibt es dann noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten für jede Kamera für sich. Da kann man dann einstellen, dass sie zum Beispiel ausgehen soll, wenn man selber ins WLAN kommt oder wenn man eben Nest-Thermostate hat, die auch Anwesenheit erkennen.
dass sie sich dann eben abschaltet, wenn jemand zu Hause ist. Und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite will man ja nicht unbedingt gefilmt werden, gerade wenn man morgens irgendwie nur mit dem Handtuch bekleidet durch die Wohnung läuft und dann erst recht nicht, dass das Ganze in der Cloud landet. Auf der anderen Seite, wenn ich zu Hause bin und im Bett liege und schlafe, dann möchte ich auch nicht, dass die Kamera abgeschaltet ist, weil ja im Zweifel sich ein Einbrecher nicht davon abbringen lässt, dass gerade jemand zu Hause ist. Die andere Frage ist dann im Zweifel, was bringt es mir, ein Bild von dem Einbrecher zu haben? Ich fände es sehr viel spannender, wenn die Zonen, die ich auf das Bild legen kann, wenn ich die stärker nutzen könnte, wenn es eine Integration gäbe, wo ich dann das Ganze als glorifizierten Bewegungsmelder nutzen kann und sagen kann, wenn sich hier am Esstisch jemand aufhält, dann reagiere mit folgender Lichtszene oder mit dem Aufenthalt in verschiedenen Bereichen des Wohnzimmers verschiedene Lichtszenen, oder wenn nur auf dem Balkon Bewegung ist, dann kann sich die Innenbeleuchtung runterschalten und solche Szenarien. Das geht aber alles nicht. Das geht auch nicht, weil das Ganze eben in seinem abgeschlossenen Nest-Universum funktioniert. Jetzt gerade erscheinen zwar die ersten HomeKit-Kameras, aber da ist auch alles sehr eingeschränkt, was damit möglich ist, so an Steuerung von Drittgeräten. Und meines Wissens lassen sich Abhängigkeiten davon, wo im Bild sich was aufhält, um andere Dinge zu steuern, noch mit keinem System abbilden. Aber wer weiß, was da mit HomeKit-Updates vielleicht in naher Zukunft noch kommt. Aber erstmal zum Fazit der Nest-Kamera. Es gibt deutlich günstigere Full-HD-Überwachungskameras als die Nest-Cam. Allerdings ist die Bildqualität auch schon wirklich gut für eine Überwachungskamera. Und auch Ton, Gegensprechfunktionen und das Ganze in einem System zu haben und nicht in so einer Insellösung, wie das viele von den günstigeren Kameras, die man so für 50 Euro auf Amazon schießen kann, bieten. Bei Nest lässt sich dagegen mit den anderen Geräten irgendwie so ein Gesamtsystem bauen. Und sie haben noch eine Outdoor-Variante der Kamera. Damit kann man dann Haus und Garten mit einem gesamten Kamerasicherheitsnetz überziehen. Das Ganze dann noch zusammenbringen mit den Rauchmeldern und so weiter. Es ist sicherlich ein sehr teures System. Es wird von der Bildqualität aber so im Heimanwenderbereich mit das Beste sein, was man bekommen kann. Aber es ist dann eben schon viel Geld, wenn man wirklich für jede Kamera nochmal ein paar hundert Euro ausgeben muss. Wenn du noch Fragen zur Nestcam hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass YouTube das über die entsprechenden Daumen wissen. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Hier ist meine Smart Home Playlist und hier ist das beste Video, was YouTube für dich noch in petto hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Vielleicht habe ich keine Outtakes. Und die Outtakes, die ich von der Kamera habe, werde ich hier nicht zeigen.